Hallo Leute und herzlich willkommen hier in Fliff. Und ja, wir waren jetzt gerade dabei, hier diese, jetzt muss ich die Fefern hießen sie, zu eliminieren, wie man es schön sagt, um eben hier die Quest-Items, wie hießen sie nochmal, das haben wir schon gemacht, nein, das auch nicht, hier Tarin Root, und da brauchen wir noch ganze 9 Stück. Und hier haben wir schon einen Mitspieler, der ziemlich aussieht wie ich, erschreckenderweise. Und auch noch die gleiche Klasse ist. Nur ein besseres Schild hat. Naja. Naja, aber wir sind jetzt schon so stark, dass wir einfach an ihm vorbeiziehen können. Und hier zu den Stärkeren gehen. Und dann wollen wir auch mal gleich auf den drauf. ...172, 172, ist doch alles ganz gut. Den Gigant kriegen wir damit noch nicht. Oh. Also wenn das mal kein sehr guter Start ist hier. Ich starte erster Mob, gleich mal Quest-Item. So muss laufen. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt noch so weitergeht, ob jetzt eben gar nichts mehr kommt. Das ist natürlich immer die Frage. Es kommt gar nichts mehr. Wo kam der jetzt her? Der hat sich gerade eingeloggt. Da hat es kurz gehangen. Naja. Du bist schuld. Wenn du dieses Video siehst, schreib mir auf jeden Fall. Rebitz, Rebitz. Ich denke mal eher nicht, dass er es sieht, aber wenn, dann soll er sich bei mir melden. Dann, das fände ich mal sehr interessant. Beziehungsweise lustig. So. Ihr könnt auch insgesamt unter die Videos schreiben jetzt, wie weit ihr zum Beispiel seid, also jetzt nicht nur hier in Fliff, natürlich auch in Fliff, jetzt zum Beispiel welches Level ihr seid oder wie lange ihr schon spielt oder auch natürlich welche Klasse ihr seid, das würde mich auch mal interessieren. Ach, und dieser Typ jetzt hier greift gleich mal den Giganten an, wie es aussieht. Soll ich mir das Quest-Item holen? Nein. Ich frag mal nach. Das Geld brauche ich aber anscheinend nicht. Aber so sieht er auch aus, muss man ehrlich sagen. Der ist bestimmt schon Level 60 Minimum. Denke ich mal. Naja. Auf jeden Fall, wo war ich gerade? Das hat er mich ganz rausgebracht. Ja, ich war gerade dabei. Also schreibt mir drunter, wie weit ihr seid, welches Level, welche Klasse und so weiter. Und eben nicht nur in Fliff hier, sondern auch zum Beispiel jetzt in Skyrim oder sonst irgendwas. Viel mehr gibt's nicht. Minecraft kann man nicht viel sagen. Was soll man da groß sagen? Man könnte mal sagen, ja super, ich spiele auch Minecraft. Darauf kann man schließen. Schon fast. Aber natürlich könnt ihr es mir da auch drunter schreiben. Stört mich auch nicht. Einmal nachgucken. Ich glaube, wir brauchen noch. Ach Gott, hier noch 8 Stück. Noch 8 ganze. Ach komm. Mache ich hier wieder einen auf. Auf. Oh Gott, warte. Ich hab's gleich. Wartet. Running Man heißt das, glaube ich, diese Tanzart, dieser bestimmte Schritt, diese 3 Schritte, glaube ich, sind sogar. Aber die werde ich jetzt nicht hier anhand von Fliff erklären. Das müsst ihr dann extra raussuchen hier irgendwie, weil hier sieht man das nicht so wirklich gut. Und jetzt hätte ich gern mal irgendwann hier nochmal ein paar Quest-Items von denen. Ich meine, ich bin gleiches Level wie die, was soll denn das? Soll meiner kapieren hier? Dankeschön. Way, nur noch, rechne 7. Naja, 7 geht vielleicht sogar noch. Mal gucken, wie viel Prozent ich jetzt immer dazu krieg. Jetzt bin ich auf 62,3. Jetzt bin ich auf 63, oh Gott, 0,9 oder so. Irgend sowas in die Richtung. Naja,
geht noch. Also, ich will ja im Moment noch fast nicht aufsteigen. Weil ich ja die Quests fertig kriegen will. Und dafür brauche ich nun mal leider diese Quest-Items, die verdammten. Das ist das Problem. Bräuchte ich nur ein paar Viecher, wie gesagt, dann hätte ich schon lange. Das wäre dann ja auch kein Problem. Naja. Die haben nicht mal Augen, fällt mir gerade auf. Oder habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben sie keine. Das machen sie alles über irgendwelche Sensoren an ihrer super Pflanzenhaut. Ja, gibt mir halt gar nichts. Sehr freundlich. Sage mal. So langsam müsste es doch mal klappen hier. Was mich auch mal interessieren würde, was ihr mir auch bitte schreibt, also das würde mich wirklich mal sehr interessieren, ob ich hier die Musik lassen soll. Jetzt eben immer diese Standard-Fliff-Musik, die sich nicht viel verändert, um es mal freundlich auszudrücken. Anders gesagt, sie bleibt immer die gleiche langweilige Musik. Kommt halt drauf an, wie man sieht, also ich finde, es geht eigentlich relativ noch. Aber wenn ihr sagt, nee, wir würden lieber jetzt irgendwelche andere Musik hören, zum Beispiel, was weiß ich, aus irgendwelchen anderen Let's Plays oder Let's Shows, zum Beispiel bei Skyrim habe ich auch die Musik gelassen, weil, okay, da ist auch viel abwechslungsreicher, aber jetzt zum Beispiel bei Minecraft oder so, habe ich die eben immer verändert, weil Minecraft ist ja auch so sehr einseitig, beziehungsweise da gibt es ja zwei Lieder oder was, und ja, dann könntet ihr mir einfach unter das Video hier schreiben, wie ihr das findet, also die Musik, und ob ich eben die Musik hier ausschalten soll und dann eben meine eigene Musik runterschalten soll, also drauf machen auf das Video dann später. Würde mich mal wirklich interessieren, weil also ich finde, es geht eigentlich, aber ich meine, ich spiele hier ja auch schon und jeder hat seine eigene Meinung, von daher müsst ihr das einfach nur sagen und es kostet gar nichts, das ist ja wirklich das Tolle hier. Nein, also schreibt es mir einfach gerade runter. Würde mich wirklich mal interessieren und jo, dann hoffe ich mal, dass ich hier langsam auch mal Quest-Items krieg. Nur irgendwie will er gerade nicht so. Nicht so ganz. So ziemlich gar nicht, kann man schon sagen. Happy Money, da wollte ich doch eigentlich mal gucken und ich habe sogar geguckt. Da, das ist ja mal ein Wunder hier wieder. Nein, ich habe nachgeguckt, wo man das eintauscht. Und wer hätte es gedacht, ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe das Wort gefunden, also Happy Money habe ich als Item gefunden. Aber ich habe wirklich gar nichts dazu gefunden, wo man das eintauschen kann. Ja, keine Ahnung, also wenn ihr da was Näheres wisst, schreibt es mir auch unbedingt hier unter das Video. Ich habe keine Ahnung, wo ich das eintauschen soll. Ich gucke später nochmal in der Stadt danach, ob da vielleicht irgendwas ist, irgendwie, wo das steht oder keine Ahnung. Also ich habe es nicht gefunden. Und jetzt läuft sie gerade sehr, sehr gut. Aber naja, also auf jeden Fall, ich weiß ja auch gar nicht, was ich daraus kriege. Tausche es ein für ein Geschenk. Ja, was ist es bitte? Keine Ahnung. Kann ich nichts sagen. Und ja, also wenn ihr was wisst, beziehungsweise schon gemacht habt oder einfach euch besser informiert habt als ich oder einfach mehr geschickt habt, im Internet nach irgendwas zu suchen, schreibt es mir auch unter die Kommentare. Und ja, dann tausche ich das auch mal ein, weil sonst verrotten die hier wieder wie sonst irgendwas. Man hat nie am Ende zu viele Quest-Items und ich denke mal, aus denen kann man wahrscheinlich nicht mal irgendwas machen. Nähere, ach guck, da ist schon das dritte. Vor allem, die sammelt man ja auch so selten. Da darf man die ja eigentlich nicht
Also nicht, da darf man die nicht nutzen. Weil, ich weiß nicht, also als ich gespielt habe mal vor, wie gesagt, keine Ahnung, einer halben Ewigkeit, gab es die noch nicht. Und ich denke mal, dass man irgendwas Besonderes da schon kriegt. Und das will ich auch gerne haben. Die Frage ist, was es ist und wie ich es bekomme. Naja, ich wiederhole mich, merke ich gerade ziemlich. Aber naja, schreibt es einfach gerade runter. So, ich habe jetzt leider etwas den Überblick verloren, wie viele ich noch habe. Beziehungsweise wie viele ich noch brauche. Noch vier, das geht ja sogar noch. Das könnte sogar noch klappen hier in diesem Level. Könnte noch klappen, ja. Könnte noch klappen. Muss aber nicht unbedingt klappen. So, und die Bösen nehmen wir auch noch mit. Hallo, Böser. Da hinten kommt. Oh, das ging jetzt auch sehr schnell. Und ich verliere ziemlich schnell Leben, wie ich merke. Trink immer noch lieber was, bevor wir noch sterben. Ist ja auch nicht wirklich Sinn der Sache. Ja, nagel mich halt wieder am Boden fest hier. Unerhört. Was mal nicht schlecht wäre, die Fähigkeit, den Mobs ihre Special Attacks zu klauen. Das wäre doch auch mal nicht schlecht. Dann könnte man hingehen und von jedem irgendwie, eben hier zum Beispiel, das eben, dass man sich nicht mehr bewegen kann, klauen. Dann von, keine Ahnung, was die anderen noch so haben, von den Seepferdchen, beziehungsweise Chamäleon ohne Beine, Viecher, könnte man dann klauen, dass die eben einen vergiften können. Und dann könnte man die anderen Leute vergiften, beziehungsweise andere Mobs. Das wäre doch auch mal nicht schlecht, oder? Fände ich mal gut jetzt zum Beispiel. Yang Yang Meat. Ah ja, das hatten wir auch noch. Wo ist mir das? Ah, da ist es. 9. Ne, 8. 8 haben wir. Immer noch 4. Ja, langsam wird es knapper. Einfach mal hoffen. Kannst ruhig kommen. Dann komme ich halt. Hier kann man übrigens noch in dieser Aktion-Slot, beziehungsweise Action-Slot, kann man noch verschiedene... Ach komm, Lauf, ja. Kann man verschiedene Fähigkeiten, beziehungsweise Attacken eben reinmachen. Und dann muss man nur C drücken und dann führt ihr die ganzen bis maximal 5 Attacken hintereinander aus. Das braucht man unbedingt für später. Da mache ich das auch noch rein. Ab Level 28, glaube ich, war es. Ja, 28. Denn dann muss ich nur einmal C drücken und hau 5-mal auf den Boden. Natürlich brauche ich bis dahin hier auch bestimmte Menge MP, aber ich denke mal, die habe ich bis 28. Und da habe ich schon wieder ein Happy Money. Und da will ich es noch einmal sagen, schreibt es drunter, ich will diese Dinge einlösen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man entweder gar nichts für eins kriegt oder man dann am Ende 100 braucht, um überhaupt irgendwas zu kriegen. Würde mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich wundern. Ah, ich gehe da hinten hin, da sind so schön viele. So, 3 auf einmal. Ja, jetzt stört es mich auch nicht, ich bewege mich erstmal nicht mehr hier. Wie, jetzt schon rum hier? Das wollen wir aber erst noch aufheben hier. Komm. Gut. So, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir noch 2 Stück brauchen wir. Haben wir doch relativ viel geschafft jetzt in der Folge hier. Dafür, wenn man überlegt, dass wir gleiches Level sind und sonst erheblich mehr Pech haben, bin ich jetzt doch sehr zufrieden damit. Und dann hauen wir den jetzt noch kaputt hier. Und schon wieder ein Happy Money bekommen. Nochmal sage ich es nicht. Ich denke, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen, Leute. Kommentiert, bewertet und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.